Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal eine andere Ansicht der Zeche Zollverein. Wir haben, glaube ich, vor etwas mehr als einer Woche euch mal eine Markeransicht gezeigt und das Ganze hier, wie ihr seht, machen wir nochmal aus einer anderen Perspektive und mit einem Bleistift. Hier geht es darum, so ein bisschen den Weitblick das Ganze mal aufs Papier zu bekommen und durch den Höhenunterschied auch. Also wir beginnen mit einem Punkt, den wir jetzt hier vorne sehen. Der zweite Punkt, wie man schon an der oberen Linie sehen kann, ist ganz, ganz, ganz weit links von uns. Deshalb sehen auch die Linien, die sich dorthin bewegen. Also der ist ordentlich außerhalb des Blattes. Das ist sehr wichtig, das auch zu verstehen. Hier sieht man schon, wohin die Linie führt. Das ist so eine Perspektive, die man praktisch so, wenn man jetzt mitten im Raum ist und irgendwo hinschaut, eigentlich sehr gut anwenden kann. Und da wir hier in verschiedenen Höhen uns bewegen, wird das Ganze unten weiter tiefer anskizziert. Also da müsst ihr schon so ein bisschen die Perspektive beherrschen, um das locker aus der Hand zu skizzieren, weil das ist dann etwas eine andere Art der Darstellung. Ist aber eigentlich nicht kompliziert. Wenn man es kann, kann man einfach auch wirklich und ganz unterschiedliche schöne Skizzen damit erzeugen. Also wenn vielleicht fragt ihr euch gerade, ja, wie kann ich das lernen? Wann weiß ich, welche Perspektive ich anzuwenden habe? Das könnt ihr gerne bei uns im Kurs vor Ort lernen. Oder ihr schaut einfach auf unserer Seite akademieruhe.de. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Kurse. Vielleicht braucht ihr das beruflich als Fortbildung. Sind wir natürlich auch gerne bei Unternehmen vor Ort und oder auch bei uns in unseren Akademieräumen. Oder ihr interessiert euch natürlich für einen Studiengang, zum Beispiel logischerweise Architektur. Dann könnt ihr das lernen und eure Mappe dann erfolgreich erstellen. Also da vielleicht nochmal an der Stelle noch einen kleinen Hinweis. Also wir haben bis jetzt immer eine 100%ige Erfolgsquote bei unseren Bewerbern gehabt. Und in den letzten 10 Jahren, und da sind wir ein bisschen stolz drauf, und vielleicht seid ihr auch mal im Kurs und dann können wir das Ganze bei euch auch mal demonstrieren, euch alles zeigen, alle Tipps und Tricks beibringen, die ihr so ein bisschen quer durch die Videos hier seht, und mit euch dann gemeinsam die Mappe erstellen. Was man hier natürlich so ein bisschen sieht, von der Perspektive. Das heißt, wir sind jetzt hier auf so einer Art Balkon, schauen so leicht schräg runter und sehen dort unten gleich auch nochmal ein paar Menschen, die sich auf dem Zechengelände bewegen, runterschauen oder hochschauen. Mit ein paar kleinen Strichen deuten wir so ein bisschen nochmal die Platz tiefer, dass man so das Gefühl hat, wie sieht es eigentlich da aus. Und das Ganze immer wieder mit dem Bleistift. Ausgearbeitet. So, hier vorne. Da wird nochmal so ein bisschen der Turm angedeutet, weiter hinten, auch natürlich auf Perspektive aus, damit man das auch gut sehen kann.
So, es wird natürlich, macht wenig Sinn, jetzt jedes einzelne Fensterchen alles anzudeuten. Das würde einfach zu lange dauern. Ihr kennt das ja, es geht einfach um eine schnelle Skizze. Die leichte Auffassungsgabe, dass man das ein bisschen versteht, was da passiert, wie verläuft das Ganze. Und wie kann ich vor Ort vielleicht mal im Skizzenbuch etwas beobachten und dann skizzieren. Da wird es ein bisschen dunkler, logischerweise. Das heißt, mit einigen Kontrasten. Kann man das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Müsst euch überlegen, von wo kommt jetzt Licht, von wo kommt jetzt Schatten und wie setzt man das ein. Also von der linken Seite ist sozusagen die Schattenseite, von rechts kommt ungefähr das Licht. Deshalb muss das konsequent eigentlich so auch eingehalten werden, damit das so ein bisschen authentisch wie möglich funktioniert. So, und hier noch kleine kräftige Striche, die das Ganze noch so ein bisschen kontrastreicher erscheinen lassen. Und dann können wir vielleicht noch einige Menschen, einige Figuren nochmal dazu zeichnen. Und so ein Scribble ist fertig. Also ihr seht, das, was wir euch versuchen immer zu zeigen, was ihr bei uns im Kurs auch immer lernen könnt, ist nicht das ganz brave, genaue Zeichnen im Lineal und ständigem Radieren. Das ist nicht der Sinn des Skizzierens. Ihr lernt einfach richtig zu sehen, die richtigen Seiten, die Sachen zu sehen und daraus euch praktisch ein Konzept für euer Blatt, für eure Skizze zu machen und dann sofort aufs Papier umzusetzen. Nur so ist man in der Lage, einfach auch schnell vor Ort irgendwo zu skizzieren und nicht, wenn das Ganze noch zu lange dauert und ich wieder radieren muss, mit hier und da Lineal ansetzen muss, um gucken, ob der Fluchtpunkt stimmt. Das geht natürlich, klar, aber das ist, hält einfach zu lange auf. So, das ist in etwa die fertige Skizze. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, ich möchte davon mehr erfahren, ruft uns einfach mal an oder schaut auf unsere Seite akademieruhr.de und dann sehen wir uns vielleicht mal bei uns im Kurs, wie auch immer, und freuen uns. Und bis bald. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, euer Akademie Ruhr Team.